Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir möchten heute Ihnen ein kleines neues Bild vermitteln, wo es einfach darum geht, das ganze Kranksein oder Krankheitsbewusstsein oder das Schmerzbewusstsein aus einem ganz anderen Aspekt zu sehen, indem wir einfach mal ein bisschen tiefer schauen, woher das alles kommt oder ob in der ganzen Hierarchie letztendlich irgendwo ein Chef ist, der die Fäden in den Händen hält und wir eigentlich gar nicht richtig hinschauen, sondern weil wir immer an der Wirkung herumdoktern. Und ich bin mir ganz sicher, wir haben eine sehr spannende Sendung für Sie vorbereitet. Nach dem Intro geht's los. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen, der ein Experte ist in Bezug auf das autonome Nervensystem. Sie kennen ihn ganz bestimmt auch schon, nämlich der Dr. mit Matthias Meyer. Herzlich willkommen. Danke, danke. Ja, jetzt gehen wir mal da rein. Wie tief können denn die Wirkungen ausfallen, ausgelöst eigentlich über das autonome Nervensystem? Im Prinzip kontrolliert das autonome Nervensystem ja alle unbewusst vorgehenden Stoffwechselprozesse. Moment, unbewusst vorgehende Stoffwechsel, das heißt, alles, was ich nicht absichern mache, ich könnte Diabetes entwickeln, ich könnte einen hohen Blutdruck haben, alle das sind Reaktionen, die passieren, wo man eigentlich sagt, keine Ahnung warum, dann ist es das autonome Nervensystem, das es bewusst macht. Genau. Also wenn man sich vorstellt, dass das autonome Nervensystem zwei Gegenspieler hat, den Sympathikus und den Parasympathikus, die ja in ihrem Gleichgewicht auch dynamisch agieren müssen. Ich vergleiche es immer mit einem Tennisspiel. Wenn ich nicht weiß, wohin mein Gegner den Ball spielt, sollte ich mich wahrscheinlich in die Mitte bewegen, damit ich sowohl auf meiner Rückhand als auch auf meiner Vorhand möglichst viele Bälle holen kann. Wenn man sich das Leben wie ein Tennisspiel vorstellt, dann wird das Leben mir sympathische Stresssachen als auch parasympathische Stressfaktoren schmeißen. Und ich muss in der Lage sein, beides zu adaptieren. Ich muss sowohl Tiefschlafphasen gut bewältigen können, als auch, wenn ich bei der Arbeit irgendwie sehr viel Stress habe, muss ich auch schnell denken und mich konzentrieren können. Und viele Dinge, die da eine Rolle spielen, sind dann beispielsweise, dass der Blutdruck hoch und runter gehen muss, dass mein Cholesterinlevel sich hoch und runter bewegen muss. Mein Blutzuckerlevel muss sich der Energieversorgung ja anpassen können. Schilddrüsenfunktion muss mal hoch oder runter gefahren werden. Meine Darmfunktion muss entweder funktionieren oder vielleicht auch mal Pause machen, je nachdem, ob ich in einer Stresssituation bin oder in einer Ruhephase. Und diese Dinge werden durch das autonome Nervensystem alle gleichzeitig, Gott sei Dank muss ich das nicht alles selber in meinem Kopf kontrollieren, sondern es passiert automatisch. Und das autonome Nervensystem hat nun mal seine anatomische Lokalisation an der Wirbelsäule, Parasympathikus oben an der Schädelbasis und am Steißbein und Sympathikus unter den Rippengelenken rechts und links der Wirbelsäule, Brustwirbelsäule, bis in die oberen Lendenwirbelsäulensegmente hinein. Also viel mehr Anspannungsbarometer als Entspannungsbarometer. Es ist zumindest wie eine Umarmung. Der Parasympathikus oben und unten und dazwischen der Sympathikus. Ah, okay. Und es ist so gedacht, dass bestimmte Gebiete von bestimmten Segmenten kontrolliert werden. Sympathikus geht in alle Richtungen und der Parasympathikus oben kontrolliert bis zum zwei Drittel des Darms und von unten dann die Beine und die Beckenorgane. Und das ist eigentlich relativ intelligent gemacht. Nach 12 Millionen Jahren Evolution würde man nichts anderes erwarten. Und diese Struktur gibt eine Funktion. Und die Funktion ist, dass mein Körper an Situationen adaptiert. Wenn mich jemand erschreckt, muss mein Blutdruck hochgehen. Meine Herzfrequenz wird hochgehen. Der Blutzucker wird hochgehen, damit Muskeln besser anspannen können, denn sie brauchen Energie. Mein Blutcholesterin muss hochgehen für Stresshormonsynthese, beispielsweise Cortison, klassisches Stresshormon. Und das muss ja dann vermehrt in einer Stresssituation gemacht werden. Es wird aus Cholesterin hergestellt. Also wird die Basis dafür geschaffen, indem das Cholesterin ein bisschen steigt. Ist ja nur logisch. Und wenn dann aber wieder eine Ruhephase eintritt und ich dann diesen Stress los bin, sollte das Ganze wieder runtergefahren werden. Schilddrüsenfunktion ist für Wachstum da, in einer Stresssituation nicht wichtig. In einer Ruhephase schon, dann wird die wieder steigen. Wenn ich also zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion habe, dann muss ich mich ja fragen, warum habe ich die denn? Ist es nicht normal, dass sie mal hoch und mal niedrig ist, je nach Adaptation des Körpers auf eine Problematik? Aber es wird als Erkrankung gesehen, wenn meine Schilddrüse niedrig funktioniert. Es könnte auch sein, dass ich irgendwo einem autonomen Stress ausgesetzt bin und deswegen ständig in einem sympathisch dominanten, auch in Ruhe,
Prozess liege, was automatisch eine Verminderung der Schilddrüsenfunktion mit sich bringt. Das habe ich verstanden. Also als eine Sichtweise. Aber die andere ist ja, wenn einer wirklich immer im Dauerstress ist, ständig Gas gibt und nie auf die Bremse geht, ja, dann habe ich ja auch die andere Sichtweise, oder? Dann habe ich aber ständig diesen Stress. Das heißt, dass ständig meine Schilddrüse zu schlecht funktioniert, dass meine Verdauung ständig zu schlecht funktioniert, dass mein Blutdruck, meine Herzfrequenz ständig nicht gut reguliert werden können, dass der Mageneingang nicht direkt gut kontrolliert werden kann. Das heißt, Magensäure hat es einfacher zurückzulaufen. Das kann Sodbrennen mit sich bringen. Das heißt, je nachdem, welche Nerven in welchen Segmenten der Wirbelsäule am meisten unter Druck stehen, werden dann vielleicht ein Kontrollverlust über ein bestimmtes Gebiet des Körpers haben und dementsprechend Symptome aktivieren können. Mhm. Das ist nur eine Adaptation auf irgendein Problem. Wenn ich das Problem erkenne und es wegnehme, fängt eine Selbstheilung und Selbstregulierung wieder an und die ganze Adaptation kann rückgängig gemacht werden. Es gibt aber nicht nur den emotionalen Stress bei der Arbeit oder in Familien oder mit Freunden, die man vielleicht chronischerweise auch haben kann. Das macht eine autonome Stressreaktion. Und wenn sie ständig da ist, ist das ein Grund dafür, warum Dinge vielleicht nicht so gut funktionieren. Wo sie nicht gut funktionieren, wenn ich zum Beispiel zwei Menschen habe, die gleich gestresst sind, hat der eine vielleicht einen hohen Blutdruck, der andere hat Darmprobleme und der andere hat Sodbrennen. Und der Unterschied zwischen diesen dreien, die zwar die äußeren Stressfaktoren gleich haben, ist der biomechanische Stress der Wirbelsäule. Denn wenn die in einer Fehlstellung ist, das bestimmt dann nachher, welche Nerven wo die Kontrolle verlieren. Und das kann bei jedem anders sein. Mhm. Deswegen ist nicht unbedingt beispielsweise Strahlung die Ursache des Tinnitus. Es geht nur dann, wenn auch die autonomen Nerven, die diese Kommunikation kontrollieren, schon nicht perfekt sind, wenn da schon eine Stresssituation ist, dann kann es sein, dass ein zusätzlicher Stress, sei es ein chemischer Stress beispielsweise oder durch Medikamente und Spritzen und all die Sachen, die wir integrieren in unseren Körper durch Umweltbelastungen, die nicht natürlicherweise in mir gehören, wird eine chemische Reaktion, eine autonome Reaktion mit sich bringen. Und diese drei Komponenten von emotionalem, chemischen und biomechanisch-körperlichem Stress gibt irgendwie ein Gesamtbild. Und das ist das, was ich in meiner Herzfrequenz-Variabilitätstestung bei dem Patienten am Anfang auch sehen kann. Ob jemand links im Tennisplatz steht oder rechts im Tennisplatz oder in der Mitte vorne und alles Volley spielen kann. Mhm. Und je besser dieses autonome Nervensystem funktioniert, desto besser ist die Kontrolle über all diese Dinge. Und dann würde ich zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion nicht mehr explizit als Erkrankung wahrnehmen, sondern als eine Adaptation auf irgendeinen Stress. Und ich muss versuchen herauszufinden, habe ich vielleicht einen Ansatz, diesen Stress wegzunehmen. Ich bin jetzt kein Experte auf dem emotionalen Stressgebiet und bin ich auch nicht wirklich im chemischen Stressgebiet. Ich kann zur Ernährung und zur Nahrungsergänzung und zu Strahlung und zu Mikroplastik, das weiß ich alles, aber ich bin jetzt kein expliziter Experte auf dem Gebiet. Aber die Biomechanik der Wirbelsäule ist sowieso das Einzige, was man nicht selber an sich wirklich stark verbessern kann. Das ist nun mal so. Da braucht man jemanden, der diese Fehlstellung dann reduziert oder zumindest den Platz wegnimmt, dass das Nervensystem das dann nachher macht. Und da bin ich dann an meinem Gebiet angekommen. Das heißt, über den Versuch dieser Strukturaufrichtung kann ich die Möglichkeit des Nervensystems zu adaptieren verbessern. Und dann habe ich damit eine Möglichkeit, darüber alles Mögliche zu beeinflussen. Mhm. Deinen Erfahrungen nach sind auch wirklich diese seelischen Komponenten, diesen Stress, seelischen Stress letztendlich immer auch im Zusammenhang, dass sich dann die Wirbelsäule irgendwo auch versteift oder eine Fehlstellung daraus gibt aus diesen Anspannungsproblematiken. Das gibt es in beide Richtungen. Mhm. Ich habe manchmal Menschen, die durch die Wirbelsäulenbehandlung merken, dass sie sich emotional stabiler fühlen und sich auch nach außen hin besser abgrenzen können zu Konfliktsituationen. Aha. Also ich hatte jetzt zum Beispiel Mütter, die immer Schwierigkeiten hatten, ihren Kindern Grenzen zu setzen. Nach der Wirbelsäulenbehandlung haben sie sich, ich kann es nur sagen, wie die Patienten es mir berichtet haben, aufrechter und stärker und stabiler gefühlt und konnten sagen, hier ist Schluss. Mhm. Und das hat ihnen unheimlich gut getan. Ich habe es auch andersrum, dass teilweise emotionale und auch körperliche Traumata in der Vergangenheit, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich sage es mit den Patientenworten. In dem Moment, wo ich zum Beispiel die Brustwirbelsäule bei einem deblockiert habe, hat dieser Patient plötzlich aufgeschrien. Ich habe gedacht, ich habe ihm vielleicht wehgetan. Aber der Patient hat gesagt, nee, in dem Moment, in dem es da gekracht hat in der Wirbelsäule, war er plötzlich wieder in seinem Autounfall vor 20 Jahren.
und hat dieses Erlebnis plötzlich in seinem Kopf weitergeführt, als ob die Blockierung durch den Autounfall aufgebaut wurde, in dem Moment wie eine Art Schutzreflex die Wahrnehmung getrübt hat, dieses emotionale Weitererleben plötzlich aufgehört hat und durch das Auflösen der Blockierung 20 Jahre später kann dieses Ereignis zu Ende gemacht werden und dieses Trauma ist auf einmal bewältigt. Wow. Ich kann nicht erklären genau, wie das funktioniert und was da ist. Es ist nur das, was die Patienten mir berichten. Oder zum Beispiel habe ich auch manchmal Patienten, die fangen bitterlich an zu weinen und wissen nicht, warum nach der Behandlung. Beim ersten Mal zumindest. Und es kommt irgendwie alles raus. Das ist emotional, was da passiert. Du hast mir mal gesagt, man geht auch ganz langsam in eine Situation rein, in eine Versteifung. Und bei der Behandlung geht man auch durch alle diese Punkte wieder zurück. Ich habe eine Dame, die hat beispielsweise einen Unfall gehabt, da ist ein großer Baum auf sie gefallen und auf ihre Nachbarin. Und die Nachbarin ist sogar gestorben und sie hatte Brustwirbelsäulenfrakturen und eine Lendenwirbelsäulenfraktur, innere Verletzungen, ist operiert worden. Und im Röntgen sieht man eine deutliche Fehlstellung der Brustwirbelsäule. Die versuchen wir jetzt langsam wieder aufzurichten und es ist so, als ob diese massive Gewalt des Baumes in Mini-Portionen wieder in die andere Richtung aufgewendet werden muss. Die spürt das, hä? Die spürt das. Das ist ja unfassbar. Und das sind so Sachen, die natürlich ultra spannend sind. Ja. Auch wenn ich es nicht wirklich gut erklären kann, alles aus Detailsicht. Aber es ist das, was viele Menschen berichten. Also sowohl die körperliche als auch emotionale Traumen, die ich vielleicht mal hatte, können durch eine Wirbelsäulebehandlung verbessert werden. Hm. Andersrum ist es so, man kann natürlich auch Fehlstellungen haben, die durch eine emotionale Stresssituation unter mehr Druck geraten, weil der sympathische Reflex durch ein schlechtes emotionales Empfinden zunimmt. Mhm. Und dann kann es sein, dass dann hier oder da eben die Kontrolle ein bisschen verloren geht und Symptome entstehen. Und dann würde die Wirbelsäulenaufrichtung zwar auch helfen, aber es würde sich sicherlich lohnen, auch an diesem emotionalen Stress zu arbeiten. Mhm. Und allein das könnte dann auch zu einer verbesserten autonomen Balance führen. Das ist das, was meine Frau zum Beispiel macht. Und wir machen manchmal auch eine Messung vom vegetativen Nervensystem vor und nach Psychotherapie, um zu gucken, ob diese emotionale Entlastung eine Änderung der Physiologie mit sich bringt. Und wir haben ein Experiment gemacht, wo sich jemand sehr geärgert hat. Wir dann eine Meditation mit diesen Menschen gemacht haben und dann ein lustiges Video zusammengeschaut haben, wo wir alle herzhaft gelacht haben. Und zu den jeweiligen Situationen eine autonome Nervensystemmessung durchgeführt haben. Und man sieht, dass dann von einem sympathischen Stress der Punkt langsam in Richtung grüne Mitte geht. Mhm. Und beim Lachen ist es genau in der Mitte. Mhm. Das heißt, ein emotionaler Stress macht eine erstmal wahrscheinlich eine sympathische Reflexproblematik. Und das kann, wie gesagt, hohen Blutdruck, hohes Cholesterin, hohen Blutzucker, niedrige Schilddrüsenfunktion, depressive Stimmungslage, Herzrhythmusstörungen, Verdauungsprobleme, entzündliche Schmerzen in Gelenken und so weiter. Das ist ja alles ein Ausdruck einer sympathischen Dominanz. Und durch Lachen, es gibt ja sogar Berichte von in Athen, als Griechenland gab es Lachtempel für Menschen mit Schmerzen. Naja, und Lach-Yoga gibt es heute auch. Ja. Genau. Aber nochmals, wenn ich jetzt lache und in diesem grünen Bereich wäre, nach der AHRV-Analyse, hast du das mal angeschaut, ob sich dann die Wirbelsäule selber in ihrer Stellung auch noch verändern würde? Nein, dazu müsste ich jedes Mal ein Röntgenbild machen. Das ist mit einer Strahlung verbunden. Das kann ich nicht Leuten zumuten. Was glaubst du? Ich glaube, nein. Mhm. Weil wenn es mal fix ist, dann... Ja, das ist auch nur meine Vermutung und es gibt ganz, ganz wenig Daten dazu. Es war auch eine Patientenfrage, inwieweit eine Veränderung der Wirbelsäulenstruktur stabil so bleibt oder ob es dann wieder zurück in die Stellung geht. Und es ist die einzige Studie, die ich dazu kenne, die das mal untersucht hat, kommt aus den USA und da haben sie geguckt, Wirbelsäulenaufrichtung versus Menschen, die das nicht haben wollten und dann ein Jahr später nochmal geröntgt, ohne irgendwelche Interventionen. Und da hat man ungefähr 1 Grad Korrekturverlust pro Jahr, wenn man nichts macht. Weil beispielsweise, man hätte jetzt irgendwie 7 Grad verbessert und dann man macht nichts, dann würde man meinen, im Schnitt würde es dann ein Jahr später bei 6 Grad Korrektur dann noch sein und ein Jahr später bei 5 Grad. Das ist aber auch nicht immer gleich. Das hängt auch davon ab, ob ich von 6 auf 0 Grad verbessert habe und es ganz gerade ist und perfekt ist. Das wird stabil sein. Wenn es wie beim schiefen Turm von Pisa von 40 auf 30 Grad verbessert wurde, ist das immer noch nicht wirklich gut. Das ist besser als vorher. Da würde ich vielleicht ein bisschen mehr investieren, um das möglichst zu halten.
Wenn man das so jetzt versteht, und das, ich glaube, da muss man nicht Arzt sein, um das alles zu verstehen, was du jetzt gerade erklärt hast, da muss man sich ja eigentlich fragen, wo steht die Medizin im Zusammenhang mit Behandlungen an der Ursache, wo man das autonome Nervensystem, das ganze Geflecht von oben bis runter zu den Füßen in den Therapieplan mit einbezieht? Pharmazeutisch. Ja. Dann kommen Medikamente, die das autonome Nervensystem beeinflussen sollen. Einfach vorübergehend, und deshalb muss ich halt immer wieder diese Tablette schlucken, damit das Nervensystem da an örtlichen Orten betäubt ist. Und wenn man sich vorstellt, immer noch die gleiche Richtlinie, dass wir selbstheilend und selbstregulierend sind. Der Grund, warum wir jeden Tag dieses Medikament dann nehmen müssen, manchmal sogar mehrfach, ist, weil mein Körper es ja auch wieder ausscheidet. Und dieser Ausscheidungsprozess als Selbstheilungs- und Selbstregulierungsprozess gedeutet, bedeutet Entgiftung. Das heißt, mein Körper sagt, ich brauche das nicht, das ist nicht das Richtige. Sonst würde mein Nervensystem sagen, oh, das ist ja perfekt, ja, baue ich gleich hier ein und dann haben wir es. Macht's ja nicht, es scheidet es wieder aus. Also werfe ich es wieder rein, mein Körper sagt nein. Ich sag doch, mein Körper sagt nein, ich sag doch. Und das ist ja ein Kreislauf, der nicht zu einer Gesundung beitragen kann, weil ich damit wiederum nicht respektiere, dass wir selbst heilen und selbst regulierend sind. Und diesem Naturgesetz zu widersprechen und immer und immer und immer wieder zu widersprechen, wird niemals in eine Verbesserung von Funktionen einhergehen können. Das ist nicht möglich. Es ist ja ein Selbstheilungs- und Selbstregulierungsprozess und nicht ein externen Heilungs- und externen Regulierungsprozess. Sonst wäre die Schulmedizin in vielen anderen Fragen sicherlich ein super Ansprechpartner. Da brauchen wir echt eine neue Medizin. Hä? Ist doch so, wenn wir das nicht im Fokus haben, im Zusammenhang mit allen chronischen Kranken oder leichten Erkranken oder vom Schmerzapparat und, dann arbeiten wir nur auf der Wirkungsebene und nie auf der Ursache. Ja. Und das Beispiel jetzt mit der Tablette rein und raus, habe ich so noch nie gehört, aber ist so logisch. Ja. Wenn er was ein Defizit hätte, in Form von Mikronährstoffen, dann baut das ja sofort ein. Er lässt es nicht mehr los. Die Medikamente wirken ja nur deswegen, weil wir in unserem Körper die Rezeptoren für den Wirkstoff haben. Und wenn die Natur uns die Rezeptoren dafür gegeben hat, dann hat sie intrinsisch in uns auch das richtige Medikament gegeben, was wir herstellen können im Körper. Sonst hätten wir die Rezeptoren nicht. Wir haben es nicht, damit die Pharmaindustrie die richtigen Tabletten machen kann, sondern wir haben es, weil wir das alles selber herstellen könnten, wenn es notwendig ist. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Opiatrezeptoren. Wenn ich beispielsweise einen Marathon laufe oder einen Ironman mache und zum Schluss in meinem Tunnel bin, dann ist es ein Schutzreflex meines Nervensystems, weil das eine Belastung ist, die über das normale physiologisch tolerierbare hinausgeht. Es müsste eigentlich wehtun und Schmerzen machen. Macht es irgendwann auch. Aber ich fange an, Opiate zu machen, die mich glücklich machen. Das ist dieses Läufer-High, was man vielleicht kennt, nach 30, 40 Kilometer, dass man dann plötzlich keine Schmerzen mehr hat. Und das kann eigentlich gar nicht sein. Aber das sind meine eigenen Endorphine, die mich glücklich machen, die meine Schmerzen reduzieren, weil mein Nervensystem hat, okay, der Meier versucht gerade irgendwas, was ich nicht gut finde, aber ich muss uns jetzt mal schützen. Ich mache den Schmerz weg, ich mache ihn glücklich, damit er endlich an dieses Ziel kommt, damit es vorbei ist. Und dafür werden Opiate extrem gut sein. Aber nicht, damit ich nachher ein Schmerzmedikament nehmen muss, das mich dann betäubt und meine eigene Opiatproduktion lähmt. Was wieder ausgeschieden wird, und du hattest dieses schöne Interview mit dem Professor Hockerts, das, was reingeht, geht wieder raus, geht irgendwo ins Wasser, in die Ernährung, kommt irgendwie ja dann auch wieder zurück. Jetzt wollen wir Bienen impfen und dann werden wir noch viel weiter irgendwo in die Natur eingreifen. Was wir in die Natur geben, kommt ja auch irgendwann wieder zurück. Und das wird Probleme machen, ohne Ende. Ja, verstehe ich. Es ist wirklich eine Endlosschleife. Wir kommen eigentlich nie ans Ziel, wenn man das nicht beachtet. Was machen wir? Hä? Tja, da bräuchten wir mehr als wir zwei vielleicht. Kann man echt verzweifeln, ja. Wenn man das nicht beachtet, was du da an dich darlässt, diese Schaltzentrale. Aber wenn jetzt einer von unseren Gästen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zum Arzt geht und sagt, ich habe zwar Schilddrüsenprobleme, ja, aber bitte, lieber Arzt, ich habe gehört, das hat mit dem autonomen Nervensystem zu tun. Ja, was sagt denn der Arzt? Ups. Ich,
Ich kann sein, annehmen, aber und jetzt? Ja, es gibt ja keinen schulmedizinischen Ansatz dafür. Was soll er denn machen? Die Ärzte sind ja dann auch wahrscheinlich alle ein bisschen unzufrieden und frustriert, weil sie wissen, ich kann hier eine Tablette verschreiben, ich kann irgendeine Spritze geben und dann geht es dem vielleicht ein paar Tage besser, vielleicht auch einen Monat oder so. Aber im Wissen, dass das nicht das Problem eigentlich gelöst hat. Klar, aber ich habe auch schon Ärzten das erklärt und gesagt, ja schau, wenn das jetzt nur diese Schiefstellung hast, dann zieht's doch da unten. Und sagt, ja, völlig logisch. Ja, und jetzt? Ja, und was sind jetzt? Also. Aber es gibt viele Menschen, die eine manuelle Medizinfortbildung gemacht haben, die die Ärztekammerprüfung erfolgreich absolviert haben, die das auf ihrem Praxisschild stehen haben, die damit bewerben oder werben, dass sie auch osteopathische Verfahren machen können, Chiropraktiker. Die können diese Techniken alle, das haben die alle gelernt. Alle könnten das, wenn sie das wollten, in ihrer Praxistätigkeit integrieren. Und dann hätten wir zumindest mal viele Menschen, die das auf diesem oder dieser Art Therapie auch anbieten könnten. Nur kommt es dann auch in unserem Denken, bevor wir jetzt irgendwie immer wegen jedem Leiden gleich zum Arzt rennen, müssen wir uns ja auch hinterfragen, ups, ich glaube, da gibt es eine Verspannung, irgendetwas, ein Bewegungsapparat stimmt nicht mehr, ich stehe nicht mehr so, wie die Wirbelsäule sein sollte. Statt ich jetzt zum Arzt rennen, gehe ich jetzt zum Chiropraktiker. Das wäre eine Möglichkeit. Und wenn es dann nicht hilft oder wenn der Chiropraktiker sagt, ich bin am Ende von dem, was ich weiß und kann, dann muss man die Hierarchie ein bisschen eskalieren lassen. Und es kann schon sein, dass der ein oder andere dann doch eine OP braucht. Also eine Behandlung eines Knies mit einer Knieprothese kann extrem dankbar sein. Ja. Und dann bin ich der Letzte, der da sagt, auf gar keinen Fall. Klar. Ich will nicht, dass die Schulmedizin irgendwie verschwindet oder abgeschafft wird. Aber früher hatten wir auch diese Hierarchie. Da ging man zuerst mit Problemen wahrscheinlich noch zur Großmutter. Und die wusste das schon aus vielen Erfahrungen, was man zu machen hat. Oder dann ging man zum Dorfarzt, der kannte schon die ganze Familie und. Und heute geht man, zack, bumm, ist man schon im Krankenhaus. Wenn man diese Geschichte ein bisschen nachvollzieht, früher auch in anderen Teilen der Welt war es ja so, dass man immer erstmal versucht hat, naturheilkundlich irgendwie auf etwas einzuwirken, dass etwas besser wird. Mhm. Und die ersten Ärzte, die in verschiedene Dörfer gegangen sind und versucht haben, Medikamente oder Spritzen zu geben, die sind ja fortgejagt worden. Man hat ja überhaupt kein Verständnis dafür, dass nur das Symptom unterdrückt werden sollte. Unsere Wahrnehmung hat sich in den letzten 120 Jahren so geändert, dass wir jetzt nur noch auf das, was wir wissenschaftlich nennen, fokussiert sind. Und ich habe jetzt schon mehrere Quellen gefunden von Chief Editors von medizinischen Journalen, von Psychologieprofessoren, die das als Untersuch haben, dass 80% unserer medizinischen Literatur, also die Studien, die gemacht werden, in Psychologie und in Medizin, entweder manipuliert, gefälscht, erlogen oder erfunden wurden. Das heißt, man hat ganz viele Ergebnisse, die wissenschaftlich vorgelegt werden, die nicht ganz dieser Wahrheit entsprechen. Mhm. Und jetzt muss man rausfinden, was stimmt und was stimmt nicht. Und das kann natürlich extrem schwer sein. Aber es hilft, glaube ich, wenn man sich immer darauf beruft, das Wissen, dass wir selbst heilen und selbst regulieren sind und dass alles, was passiert, dann irgendeine Ursache hat. Wenn man nur diese kleine Kette nach hinten ein bisschen wieder zurückgeht, dann findet man schon einen Grund für das Problem. Und das kann, wie gesagt, auf verschiedenen Ebenen liegen, aber die Wirbelsäule ist eben eins von denen, um zu versuchen, den Körper so gut und stabil zu halten, durch eine Adaptation an die Umgebungsfaktoren, dass man das Bestmögliche daraus macht. Das heißt, auch das ist vielleicht eine Erkenntnis, wenn jemand sich krank fühlt oder krank ist, muss man sich klar machen, das ist die beste aller Alternativen für den Körper. Alles andere in dieser Situation wäre schlechter, was vielleicht manchmal ein bisschen schwer verständlich ist. Wenn ich mich jetzt mit einer Lungenentzündung irgendwie krank fühle, dass man dann denkt, das ist jetzt die beste aller Welten, das kann ja irgendwie nicht sein, aber es ist ein Versuch des Körpers, irgendetwas zu tun. Mhm. Und in manchen Fällen wird das Antibiotikum gut sein. Wenn es aber keine lebensgefährliche Infektion ist, immer wieder Antibiotika zu nehmen, ohne zu verstehen, warum dieses Problem da ist, das macht letzten Endes dann noch mehr Probleme. Hm. Hab's verstanden, oder? Danke, ganz herzlich. Dr. Med. Matthias Meyer war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu wenig versprochen, dass das einfach immer spannend ist, wenn man mit ihm redet und über dieses autonome Nervensystem einfach ein bisschen mehr Bewusstsein hat, dass wir das nämlich haben und dass es in alle Entscheidungsprozesse einbezogen werden muss, insbesondere dann, wenn wir in einer Krankheit reinrutschen oder in einem Schmerzen drin sind, dass wir das einfach fragen, ob es da nicht allerfalls vom dahinten kommt, aus einer Fehlstellung und dass es irgendwo eine Sehne letztendlich zieht.
kurz zusammenfassen, kommt mir noch das Thema Rheuma in Sinn. Eine Seite Rheuma, andere Seite nicht. Der Verdacht ist auch wieder da, dass es am autonomen Nervensystem hängt, oder? Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Ich finde, bei allen Rheuma- und auch bei Fibromyalgie-Patienten, die ja manchmal eine ganz ähnliche Symptomatik auch zeigen, Fehlstellung der Wirbelsäule, die ich dann häufig korrigieren kann, die das dann ganz deutlich positiv beeinflussen können. Es ist aber manchmal auch eine Frage der Ernährung, der Nährstoffe, der Aufnahme der Nährstoffe, die Verteilung der Nährstoffe, vielleicht sind auch andere Stressfaktoren. Es ist eigentlich häufig ein Gemisch aus verschiedenen Dingen. Aber die Wirbelsäule spielt wie immer da eine Rolle. Danke nochmal. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.